Wir werden hier die Länge eines Grafikbogens berechnen und das anhand von diesem Taschenrechner. Angegeben ist hier die Funktion x2 und wir werden in diesem Intervall 0,2 die Länge von diesem Grafikbogen hier berechnen. Dazu haben wir unsere Formel. Für unsere Funktion x2 müssen wir also zuerst diese Quadratwurzel ausrechnen. Das ist somit sehr schnell gemacht. Und diese Quadratwurzel stecken wir jetzt in dieses Integral hinein. Was bedeutet, die Länge von diesem Grafikbogen wird ganz einfach berechnet durch dieses Integral. Also geben wir das in den Taschenrechner ein. Dazu drücken wir die Integraltaste, Tipp, geben jetzt diese Quadratwurzel ein, also tippen wir zuerst auf Quadratwurzel, Tipp, jetzt geben wir ein 1 plus 4x², 1 plus 4x², jetzt müssen wir noch die Grenzen 0 und 2 eingeben, dazu einmal Kursortaste nach unten, Tipp, da geben wir die 0 ein, Tipp, jetzt einmal Kursortaste nach oben, Tipp, da geben wir diese 2 ein, Tipp, und die Enter-Taste, Tipp, liefert sofort die Länge von diesem Grafikbogen. Die Länge beträgt 4,65. Aber 4,65 was? Sind das Zentimeter oder Meter? Es sind 4,65 Längeneinheiten. Die Längeneinheit in unserer Zeichnung, das ist die Länge von dieser gelben Strecke. Also, dieser Grafikbogen, der ist 4,65 ungefähr mal diese Länge lang.